都真夏の書記をやってます、長崎と申します。よろしくお願いします。私は都マランツの都事業本部の責任者をやってます、森愛と言います。今日は遠くからお越しいただいてどうもありがとうございます。はい、ソウルノートの、設計してます加藤と申します。よろしくお願いします。はい、ソウルノートの営業部の網野と申します。よろしくお願いします。Leute, sind wir hier in dem Werk in Miyako und ihr habt eben gesehen, es war eine kleine Präsentation, die die Kollegen hier gemacht haben, natürlich weitwiegend auf Japanisch. Aber das ist das Werk, in dem hier ja, Soul Note produziert wird, früher auch Maranz gemacht wurde, inzwischen nicht mehr. Das ist schon seit Ende der 70er Jahre hier das Werk und die machen auch noch andere Produkte, unter anderem im medizinischen Bereich, auch so Medizintechnik, sowas in der Richtung. Und Soul Note eben auch. Und diese Maranz-Geräte, die man hier sieht, das sind die Geräte, die damals hier gefertigt wurden. Quasi ist das jetzt durch Soul Note hier abgelöst worden. So, was ihr hier seht, ist der Kato, der Chefentwickler von Soul Note. Und was er in der Hand hält, das ist tatsächlich das erste Soul Note-Gerät. Das war ein DA-Wandler, den er vor 16 Jahren entwickelt hat. Und ja, so fing das Ganze im Prinzip an. Und hier seht ihr Kato mit einem anderen Gerät, das er vor 22 Jahren entwickelt hat, als er noch bei Maranz war. Ja. Und es handelt sich dabei um eine Endstufe. Ja, und gleich geht's noch direkt in die Produktion rein. Diese Platine, die hier gerade lang gefahren ist und hier gestapelt werden, die, Sie sehen es gerade nochmal, die kommen hier aus dem Ofen und die Platinen mit den Lötstellen, die müssen hier durch den Ofen durch, weil die auf dieser Temperatur von dem Ofen erst die Lötstellen richtig gefestigt werden und dann später kühlen die nochmal runter und dann ist das, ja, sind die quasi fest. Also Leute, die sagen gerade, hier ist quasi Qualitätskontrolle. Hier wird quasi das, was gerade produziert wurde, mit dem ursprünglichen Material verglichen und so die Qualität überprüft. Ne? So Leute, wir sind hier immer noch in diesem Bereich der Qualitätskontrolle und ihr seht hier diesen Herren. Wenn jetzt was durch die Qualitätskontrolle durchsaust, sage ich mal, dann ist er dafür verantwortlich, das nochmal zu richten, dass es dementsprechend von der Qualität her passt. Also er ist hier gerade an einer, ja, wie es für mich aussieht, an einer Platine am Arbeiten. So, dieser Automat ist dafür verantwortlich, Bauteile auf der Platine aufzusetzen, also nicht zu löten, sondern nur aufzusetzen. Also auf dieser Maschine wird auf der Platine nur gesteckt und später, wie man hier auf der anderen Seite sieht, auch noch verlötet. Ja.
seht ihr schon so, ja, mehr oder weniger fertige Soul-Note-Geräte stehen. Da wird auch schon was verpackt von dem Herren. Hier seht ihr übrigens dieses Frontpanel des A2 jetzt nochmal ganz leer, wie das hier quasi anfängt. Sie hat sich das jetzt einmal angeschaut, dass das wirklich von der Fertigung her sauber ist, würde ich sagen. Hat das noch einmal drüber gerieben. Jetzt geht's los. Als erstes klebt sie hier ja, wahrscheinlich eine Art Klebe. Ja, das ist ein Kleber. Eine Klebeverbindung fürs Soul Note Label. Das schauen wir uns jetzt noch an, wie das da drauf kommt. Jetzt geht's von hinten weiter. Ja, Leute, ich wollte euch nur mal noch gerade sagen, wir haben das ja gerade gesehen, wie die das Frontpanel hier zusammenbaut. Also die Elektronik mit der Platine und all das, das wird hier gemacht. Und das Gehäuse und zum Beispiel diese Aluminium-Frontplatte, die wird zugeliefert, die wird irgendwo anders gemacht. Und hier findet dann quasi diese End-Assembly, also der Endzusammenbau, findet dann hier statt, was wir gerade gesehen haben. Ja. Kato hat uns jetzt hier gerade die Teamleitung vorgestellt. Und die Dame leitet quasi diese Endproduktion des Zusammensetzen der Geräte. Und er sagt gerade, die Qualität von Soul Note ist unter anderem von dieser Frau abhängig. Und der hat man es auch zu verdanken, weil die wirklich sehr streng ist und dadurch die Qualität so super ist. Und dieser Herr ist quasi der Leiter von dem ganzen Bereich hier. Ja? Und er ist quasi vom ersten Soul Note Produkt an schon dabei. So Leute, wir sind jetzt hier gerade durch das Werk durch. Und was ich hier gerade mal noch sagen wollte, was ich sehr beeindruckend hier irgendwie finde. Ich weiß nicht warum, ich habe hier irgendwie Schichtarbeit und eine Hektik erwartet und zack, zack, zack die Geräte raus. Und das ist wirklich absolut gar nicht der Fall. Ja, also hier wird wirklich mit Ruhe gearbeitet, muss ich sagen. Und es gibt auch keine Schichtarbeit hier. Die haben Arbeiten von 8 bis 17 Uhr, wie man es bei uns auch kennt. Und ja, mit der Ruhe, wie gesagt, also ich finde die Mitarbeiter sind sehr ruhig bei der Arbeit und sehr besonnen. Also da kann ich mir schon vorstellen, wo die Qualität herkommt. Also das hat für mich, was ich da gesehen habe, die Sauberkeit mit der Ruhe und die ganzen Zertifikate, die er uns eben noch gezeigt hat. Das ist schon sehr spannend und ja, lässt die Qualität eben wirklich vermuten. Thank you.
Jetzt sind wir hier im Soulnote Headquarter und das ist gar nicht so weit von Yokohama entfernt. Und ja, mittendrin in irgendeinem kleinen Dörfchen haben wir hier den Firmensitz. Und zwar läuft das unter CSR, die auch noch andere Produkte machen. Aber im HiFi-Bereich würde ich sagen, ist Soulnote so aktuell das Interessanteste, was es hier zu bieten gibt. Und ich muss sagen, wir, ich weiß nicht, als Deutsche oder vielleicht auch als Europäer, haben da irgendwie eine andere Erwartung, was einem da dann vor Ort erwartet. Man erwartet irgendwie ein modernes Firmengebäude, plakatiert mit dem Namen und so weiter und so fort. Ja. Aber das ist hier wirklich alles im Kleineren gehalten und man sieht hier auch, an welcher Stelle Soulnote hier steht. Sie sind wohl aktuell hier so im Aufbruch, ja, im Aufbruch nach vorne mit der Marke Soulnote. So empfinde ich das hier. Man sieht das hier. Es ist teilweise noch ein bisschen improvisiert. Es wirkt aber alles sehr familiär. Ich finde, das Ganze macht es auch irgendwie sympathisch. Ja, also wenn man hier quasi mit dem Chefentwickler, der ein super Typ ist, also ich muss wirklich sagen, man merkt auch, der Kato, das ist ein Lebemensch, sage ich es einfach mal. Ich empfinde das, dass das jemand ist zum Pferdestehlen. Und wir haben so viel Spaß mit dem. Und auch auf dem Konzert oder wenn wir hier jetzt Musik gehört haben, man merkt, was der Kato da, es ist ein richtiger Music-Lover. So empfinde ich das. Also er hat selbst so Spaß an Musik. Der wippt überall mit auf dem Konzert, auf dem Jazz-Konzert gestern Abend. Hat er auf dem Tisch getrommelt die ganze Zeit. Also da merkt man schon, dass dem das im Blut steckt. Und das ist natürlich... kann natürlich nur von Vorteil sein, wenn man solche Produkte macht. Und wir sind jetzt hier im Hörraum, wo Kato selbst dann quasi seine Produkte, die er hier entwirft, entwickelt, hier Probe hört. Das ist sein Hörraum. Er hört das Ganze aktuell mit YG-Lautsprechern ab. Klar, Leute, es steht außer Frage, diese Anlage, die hier steht, ist natürlich in einer preislichen Region sondersgleichen, keine Frage, aber das, was wir hier heute hören durften, ist absolut fantastisch. Also der Kato, der stimmt seine Sachen so ab, wie mir das sehr zusagt, muss man sagen, dass ich quasi die ganze Musik, das ganze Geschehen weit hinter den Lautsprechern quasi an der Wand hinten dran abspielt. Also es ist schon, die Tiefe ist unfassbar und es spielt auch mit einer gewissen, ich habe eben geschrieben, das ist so gemütlich, man könnte sich fast reinlegen in die Musik. Ja? Ihr wisst ja, wie es ist mit der Beschreibung, aber so ist das für mich rübergekommen. Wirklich so toll, so ja, seidig sanft irgendwie und so schön tief von der Darstellung nach hinten, das gefällt mir einfach. Aber hier werden auch übrigens die kleineren Geräte getestet. Ja, also wenn er jetzt den kleinen Vollverstärker, den A1, wie ich den unten habe, auch der wird hier angeschlossen und getestet. Das Ganze macht er in dem Fall natürlich nicht nur über Streaming, sondern auch natürlich über CDs. Klar, es gibt natürlich auch CD-Player wie den S3 als SACD-Player. Und genauso über Vinyl, wie ihr seht. Er hat hier einen schicken Plattenspieler mit einem DS-Audio-System und da wird auch mit Schallplatten getestet. Hier seht ihr übrigens noch, das ist das, so ein kleiner Raumbüro, wo, wenn es Probleme gibt, defekte Geräte kontrolliert und repariert werden, also nach dem Verkauf, wenn was eingeschickt wird. Und was ihr hier sehen könnt, in der Etage, hier links die Kollegen, die da sitzen, die sind hier verantwortlich in der Firma für C&C und die bekommen hier die Pläne, entwerfen das dann und hinten dran stehen auch Geräte, um Prototypen da auszudrucken, dann um das auszuprobieren. Das Ganze geschieht hier. Hier seht ihr übrigens eins der
frühen Geräte von Soulnote. Eines der ersten Geräte, die noch ein bisschen anders ausgesehen haben damals, die auch schon teilweise am deutschen Markt waren, aber ja, das wurde damals, ich sag mal, noch nicht richtig in die Hand genommen. Die neueren Geräte, das läuft jetzt aktuell bei uns doch deutlich stärker an. Hier sehen wir übrigens auch noch von den M3 Monostufen, wie wir sie hier auch stehen haben, zwei von diesen Monostufen, seht ihr hier den Prototypen, quasi das erste Modell von dieser Monostufe. Übrigens waren Kato und der CEO der Firma, den wir heute auch kennenlernen durften, waren beide früher bei Marantz. Sie haben sich zwar damals nicht gekannt, an unterschiedlichen Positionen, aber die waren vorher beide bei Marantz. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich muss das nochmal sagen, auch wenn ich es irgendwie anders erwartet hatte, wie so ein Headquarter in meinem Verständnis aussieht, von so einer Firma, bin ich keinesfalls enttäuscht. Das Ganze ist, wie gesagt, familiär, diese kurzen Wege, jeder kennt hier jeden, einmal um die Ecke kann man direkt miteinander sprechen und wie gesagt, also ich persönlich finde das sehr sympathisch, vor allem den Kato kennengelernt zu haben als absolut liebenswerten Menschen und zu wissen, wenn bei mir zu Hause so ein Gerät steht, zu sagen, Mensch, ich kenne den Kato, der hat das Gerät gemacht, der alleine ist dafür verantwortlich, wie das Gerät klingt und wie das Gerät aussieht. Und das ist einfach, ich finde es irgendwie cool, das hier erleben zu dürfen. Ja, ansonsten werden wir heute, glaube ich, noch ein bisschen weiter Musik hören. Das macht so mega Spaß hier. Wir haben es immer so gemacht, dass wir uns abgewechselt haben. Jeder dürfte dann so zwei Tracks spielen, in der Mitte sitzen und dann im Wechsel. Das macht wirklich irre Spaß und ja, so geht der Tag heute auch schon wieder bald zu Ende. Also auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, euch hat es auch interessiert.